Die Stadt Köln hat eine schicke neue Kita gebaut mit einem tollen großen Spielplatz auf dem Hof. Aber leider ist hier weit und breit kein Kind zu sehen. Vor 3 Jahren sollte hier eingezogen werden. Das können Sie sich ja vorstellen. Das ist 3 Jahre her. Ja. Vor ein paar Jahren ist hier beim Umbau von der alten Grundschule zur Kita ein kleines Malheur passiert. Die Außenmauern sollten gegen Feuchtigkeit mit einer speziellen Chemikalie geschützt werden. Doch diese ist dann selbst in das Mauerwerk gesickert. Und das bedeutet, entgegen der Expertise einer Spezialfirma für denkmalgerechte Fassadensanierung hat ein sogenanntes Trägermedium die Innendämmung durchdrungen und ist in das Gebäudeinnere gelangt. Diese Ausdünstung im Inneren des Gebäudes führte zu einer Belastung der Raumluft. In giftigen Räumen darf natürlich kein Kind spielen, aber die Stadt Köln hatte eine super Idee. Viele Luftreinigungsgeräte, die seitdem laufen, und zwar jeden Tag. Rund um die Uhr, seit Jahren. In jedem Raum stehen 3 Geräte, die lüften die Luft von drinnen nach draußen. Und da muss man sich mal vorstellen, was das an Kosten sind. Also das verbraucht ja Strom ohne Ende. Und das ist noch nicht alles. Natürlich hat die Stadt zusätzlich einen ganztägigen Wachdienst beauftragt. Und damit die schlechte Luft auch wirklich nach draußen kommt, hat er unter anderem einen Spezialauftrag. Fenster auf, damit auch genug frische Luft in die Kita kommt. Und irgendwann Fenster wieder zu. Jeder Raum ist mal dran. Der Wachdienst, der kommt morgens hier hin, abends fährt er wieder. Und dann wird er auch teilweise mit dem Taxi auch nach Hause gefahren. Und dann wird auch das Taxi bezahlt und eigentlich unbegreiflich. Was genau das alles kostet, weiß die Stadt Köln noch nicht. Und wann das vorbei sein wird, weiß die Stadt auch nicht. Und was mit den Kindern so lange passierte, genau, das weiß die Stadt auch nicht. Die Bürger für dumm zu verkaufen, ist einfach erschreckend. Transparenz ist etwas, was dazu führt, dass alle gemeinsam an einen Strang ziehen können. Und ich würde mir da deutlich mehr Transparenz wünschen. Das habe ich meinem Sohn habe ich natürlich direkt vornherein gesagt, pass auf, die Stadt Köln baut. Mal gucken, ob du es erlebst, wenn du 18 wirst oder wenn deine eigenen Kinder mal hast, dass die da reingehen eventuell. Was? Sie glauben, ihre Enkel werden dort zur Kita gehen? Wie gut, wenn man optimistisch bleibt. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.